dass wir jetzt beim hellen Herrscher sind. Er kann nicht verletzt werden. Mein erster Ausbilder sagte immer, vertraue auf dein Training, nicht auf deine Rüstung. Selbst eine präzise gearbeitete Rüstung kann einem harten Schlag nachgeben, doch ein geschickter Krieger weicht aus, sodass der Schlag ihn gar nicht erst trifft. Nun trifft es Minas Ithil. Manchen Schlägen können wir nicht ausweichen. Deshalb tun wir unser Bestes und stehen verwundet wieder auf. Dies sollte eine Zeremonienrüstung sein, doch sie scheint stabil genug. Ganz recht. Gondor hat zurzeit wenig Anlass zu Feierlichkeiten. Untätige Hände werden in Mordor zu bösen Händen. Darum bin ich ja auch beruhigt, dass sie so beschäftigt sind. Die Arbeit stört mich nicht, aber die Langeweile. League. Das war der! Du erreichst nichts. Die Hälfte.
dir gehören den Hexenkönig. Er findet dich und bald beherrscht er dich. Schnell! Sie dürfen die Hädie nicht erlangen! Das werden sie nicht. Mit einem Karagor wären wir schneller vor Ort. Sobald wir die Türme wieder eingenommen haben, suchen wir nach Eltariel. Sie muss erfahren, was geschieht. Möglicherweise beobachtet sie uns bereits. Niemals noch! Jetzt dienst du mir. Wir sind auserwählt. Wir halten Stand. Hast du dich nicht gefragt, warum Eltariel als Galadriels Klinge auserwählt wurde? Ich maße mir nicht an zu wissen, was in Elbenköpfen vor sich geht. Sicherlich wird diese Galadriel die Beste schicken. Ich stelle nicht in Frage, ob sie die Beste ist, sondern nur, ob sie die Erste ist. Wenn alle Feinde tot sind, ich aber noch weiterkämpfen will. Es ist der Meister. Sitzen wir nur herum? Ich sehe den Waldläufer. Den hat der Tag gespürt. Ich erobere diesen Turm für den Hexenkönig, während deine Leiche in seinem Schatten fault. Ich bin auserwählt! Ja, mach ihn mürbe! Wo bist du hin? Aber ich ständig blocken!
Welten sind sehr hartnäckig. Es war weise von den Nazgul, sich solch mächtige Diener zu schaffen. So mächtig die Auserwählten auch sein mögen, das Ritual, in dem sie gekürt werden, ist ihr Schwachpunkt. In der Tat. Wenn der letzte Turm uns gehört, sollten wir zusehen, dass wir die Ritualstätte finden. Angeblich jagt die... Mit jedem Turm, den wir erobern, schwindet die Sicht des Hexenkönigs. Wir rauben dem Hexenkönig mehr als nur sein Augenlicht. Eine Sache hätte ich fast vergessen, dir zu sagen. Du hast jetzt meine Festung, aber irgendwann wird die angegriffen. Aber wem sage ich das? Du hast sie ja selbst schon mal angegriffen. Hast du übrigens gut gemacht. Aber die Defensive ist nicht deine einzige Option. Du hast Späher, die feindliche Festungen ausspionieren können, um deine eigenen Angriffe vorzubereiten. Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Und sorg dich nicht, wenn dir mal die Orks ausgehen. Solltest du neue Rekruten brauchen, rede einfach mit diesem Trottel namens Kopfjäger.
Er besorgt dir welche. Oh, Schrak! Ich habe Waldläufer gar nicht gefüttert, bevor ich ging. Der wird übel drauf sein, ich muss sofort zurück. Ich komme, Waldläufer! Von den Toten wieder aufersteht. Ich weiß nicht, was das alles soll. Frisch gezüchtet und gleich rein ins Gemetzel. Und kaum kann man wieder ein Schwert halten, schon wieder schlagen. Weißt du, hier werden nicht nur Ohrköpfe abgeschlagen, obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad leben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene. Was für ein Ort bist du? Du wirst geschlachtet! Du wirst unterliegen! Und? Hat das nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Haha, die Kampfgrube ist unvergleichlich. Dies ist ein vergessenes Land und weit ab von Saurons Augenmerk. Wir müssen Lidlat nicht halten, um Mordor zu erobern. Mittelerde war einst Heimat von viel größeren Bestien als jetzt. Hier herrschten Drachen. Werkzeug. Zeit für einen richtigen Aderlass.
schauen. Thank you.
dieses komische Metall. Unser Köder kommt gleich rausgerannt und der Grau kommt direkt hinterher. Ist er noch hinter mir her? Abschaum. Meine Jungs erwarten eine Jagd, also bekommen sie auch eine.
Ich greife in dein Innerstes und fülle es mit Dunkelheit. Du bist kein Gegner für mich. Menschenanschau! Er schießt die Toten! Er ist wieder auf den Beinen! Diese Feste birgt viele Magiekundige. Gut, dass du mich begleitest. Komm und kämpfe! Ich zähl das Leuchtfeuer! Ja, genau so geht es. Ich kann nicht weiter. Der Beschützer Mordors, sein treuer Diener. Es war ein schwerer Fehler, hier einzufallen. Ich bin unaufhaltsam. Du kannst dich nicht mit mir messen. Meine Macht entstammt der dunklen Flamme und ist unbezwingbar. Mordor, den Haus! Thank you.
Langsam. Baranor. Du hast überlebt. Wie hast du mich gefunden? Das war leicht. Ich bin einfach nur der Spur aus Orkleichen gefolgt. Und Idril? Entkam sie aus Minas Ithil? Wir wurden überfallen. Ich verlor sie. Viele unserer Brüder wurden gefangen. Einige konnten sich verstecken. Saurons Armeen jagen uns noch immer. Idril weiß sich zu helfen. Doch in Mordor überlebt niemand lange. Es gibt einen Ausweg. Ich muss sie nur finden. Und die anderen Überlebenden. Wir müssen sie alle finden. Einige unserer Soldaten wurden in diesem Lager gesichtet. Obacht! Wir müssen vorsichtig sein. Drachen sind nicht wie andere Bestien, sie sind. Du bist ein Idiot. Sie sind genau wie andere Bestien. Nur böse, tödlich, wunderschön. Stimmt, nur wenig. Da war doch ein Geräusch. Endlich. Ich hänge schon seit 2 Tagen hier. Tod! Du hast einen neuen Trick gelernt. Vielen Dank, Waldläufer. Ich hatte schon aufgegeben. Ich dachte, wir wären erledigt. Meine Familie dankt dir, Waldläufer. Jemand hat sich Schmerzen verdient. Geht's dir gut? Ich muss mich ausruhen. Aber nicht zu lang. Wenn du Idril findest, flieht nach Westen. Fang dein neues Leben an. Das habe ich schon einmal. Ich stamme aus der Nähe von Umbar. Ein Haradrim. Ziemlich weit weg von Minas Ithil. Mein Orden sandte mich nach Gondor als Garantie für den Frieden. Doch die Haradrim hatten noch andere Feinde. Ich sollte zurückkehren, doch als ich 10 Jahre alt war, brach der Kontakt ab. Ich lebte ein gutes Leben in Minas Ithil. Ich war angesehen und glücklich. Und dann fiel die Stadt. Dann fängst du nun nochmal von vorn an.
Das werde ich, aber nur gemeinsam mit Idril. Doch erst müssen wir sie finden. Und das werden wir. Die Uruks verwenden Soldaten als Köder. Die haben Glück. Konntest du viele deiner Brüder befreien? Nicht genug. In manchen Wochen verlieren wir so viele, wie wir retten. Tötet mich. Ich flehe euch an. Tötet mich. Ihr habt uns gerettet, Hauptmann. Diese Orks werden leiden. Ich weiß nicht, warum wir diese Bleichhäute hier behalten. Sie machen mich bloß hungrig. Köder, wie sonst erwischen wir jemand umher? Mensch! Für Minas Ithil. Genug. Bitte. Danke, Waldläufer. Ich hoffe, Sie schaffen es hierher. Zeit, Urukblut zu vergießen. Deinen Brüdern Hoffnung gebracht. Und jetzt kann ich zusehen, wie sie erlischt, wenn ich dich töte. Lustig! Tötet mich! Ich flehe euch an!
Tötet mich. Es sind noch mehr von uns da draußen, Waldläufer. Wir können nicht aufgeben. Hab vielen Dank. Hauptmann Baranor. Karas, hast du die anderen gesehen? Idril, sie lebt noch. Wir wollten zu den Kampfgruben, wurden aber gefasst. Sie ist entkommen. Wie ich Idril kenne, ist sie dorthin unterwegs. Sie lebt? Sie ist am Leben. Ich kann es kaum glauben. Wir werden sie finden. Hast du je ein Spinnennetz voller Tau gesehen? Das ist das Schicksalsnetz. Alle Möglichkeiten sind in der Schwebe. Doch wenn die Sonne aufgeht und der Wind weht, fallen einige Tropfen zu Boden und legen ein Stück Geschichte frei. Ein dunkler Herrscher oder ein heller? Mittelerde wird keinen der beiden haben. Ich schüttle den Ast, bis alle gefallen sind. Ihre Visionen zeigten die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Was meinst du? Wahrheit. Ich glaubte einst an die Wahrheit. Doch sie ist eine verlorene Tugend in den Händen von Kankra und Sauron. Ich bin dein Untergang! Tötet den Schreck! Du wirst uns nichts nehmen. Wir werden dir alles nehmen. Meine Uruks werden endlich fallen. Der Grabwandler versteckt sich. Jagt ihn heraus. Thank you.
versuch dein Glück gegen die Bestien Mordors! Komm raus und kämpfe! Mich stürzt du nicht herab, kleines Vögelein! Zeichen sind eindeutig. Heute wird Mordor Blut vergossen. Ulthiru Amornion!